Na komm, kleiner Schleimi. Oder, nö, ich nehme ihn als Haustier. Der kommt mir jetzt hinterher. Hallihallo, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen, und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge Minecraft Aquarian Skies mit dem guten Kinzi, der gerade im Keller rumläuft. Doch, hey. Und ja, ich werde jetzt nochmal einen Versuch wagen, hier etwas zu basteln, beziehungsweise den nächsten Blutorb zu bekommen, was ich jetzt schon, oh, jetzt hängt schon wieder an der Kiste, was ich ja schon mehrere Folgen versucht habe, und irgendwie, ja, es ist nicht ganz so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber wir kommen da schon hin, nicht wahr, ja, nicht. Sicher. Jetzt muss ich wieder alles wegschmeißen hier. Okay, versuchen wir es mal noch so. Kisten. So. So, wo ist meine Axt? Die brauche ich nochmal kurz. Ja, zack. Ich packe jetzt das Holz erstmal hier in Kisten in den Keller. Okay. Das ist unser Holzkeller dann. Und irgendwann baue ich hier noch ein Magma, Crucible und ja, Magnetic genau, Dynamo. Aber jetzt heute habe ich da keine Lust zu. Das mache ich, wenn ich mit Towncraft dann durch bin. Aber in der Zwischenzeit habe ich hier dann ein paar Kisten, da kann ich dann zwischenlagern. Zwischenlagern. Das kann. Gucken, ob wir noch Zaun haben. Raus. So, zack. Ja, das ist jetzt blöd. Leder haben wir. Haben wir auch noch Zaun? Zaun. Komplett leeres Inventar. Ja. Gut, das machen wir so. Ja, so. Und das bleibt jetzt kurz da drin. Nehme ich gleich wieder raus. So. Ja, ob wir hier ein paar Hühner zum Spawnen bekommen. So. Nein. Yes, da ist doch eins gewachsen. Aber es können da rausgehen, das ist blöd. Brauch Slabs. Ist die Ender Chest Mod eigentlich installiert? Normalerweise glaube ich ja. Bin ja, ich mir nicht hundertprozentig sicher. Drin? Ja. Funktioniert die auch? Normal, ja. Warum nicht? Weil man kann Item Ducts in die Ender Chest leiten. Ja, und? Das ist praktisch ein Teleportsystem für Items. Aber wir brauchen ohne Ende. Oh, wir brauchen Blaze Rods ohne Ende. Ganz vergessen. Das ist billiger als ein Tesserakt. Boah, Tesserakt ist doch ultra krass übertrieben teuer, ey. So, jetzt sind alle Kisten wieder leer. Jetzt kann das Feld wieder bestellt werden. Warum willst du es denn bestellen? Es gehört doch schon dir. Aber die Kisten sind auch schon bald wieder voll. Weiß ich auch nicht. Ich bestell so gern. Ich glaube, ich bin kaufsüchtig. Maybe. So. Ich mach noch ein paar Kisten dahin. Ich habe ja noch 21 hier. Zack, 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 zack. Hätte ich jetzt Redstone-Truhen, könnte ich sie sogar nebeneinander setzen. Ein Teufelskreis. Ja. Ach. Nein, du sollst nicht da spawnen. Du sollst da drinnen spawnen. Bei den anderen Hühnchen. So, und jetzt kommt das raus. Ist ja auch schon. Sieht das hier keiner vom Gesundheitsschutz, was ich hier mache? Oh. Ich bereite ein Hühneropfer vor. Nein. Das ist die falsche Taste. Oh, doch. Warum die, es gibt eine Taste für Hühneropfer? Ja, klar, natürlich. Kennst du nicht? Nee.
Da ist welche denn? Haar? So ein Hühnerfuß abgebildet. Kein Hühnerauge? Nee, das ist auf deinem Fuß. Unter deinem Fuß. Oh, okay, jetzt. Wie schnell der Scheiß Harvest arbeitet. Getreide. Hast du da unten noch Getreide gedünstet? Jede Menge. Ich brauche ein paar Samen für Hühner zu züchten. Ich habe auch noch Samen hier irgendwo. Und du hast aufgeräumt? Ja, guck dir die ganzen Kisten hier an. Die sind. Ja, wäre natürlich auch geil, wenn du noch was draufgeschrieben hättest. Nee, das ist alles aus dem. Das sind alles Dinge aus dem Harvester. Nur Dinge aus dem Harvester. Ja, ist doch egal, du kannst doch trotzdem was draufschreiben. Auf Kisten? Ja, wenn ich ein Schild hätte, ja. Ja. Aber habe ich jetzt gerade keinen Bock zu. Tut mir leid. Das tut mir leid. Hier sind ganz viele Samen. Tut mir leid, wenn ich da keinen Bock drauf habe, aber echt, im Moment, nee, ich will Towncraft voranbringen. So, jetzt müsste auch. Ich frage mich noch, warum der Planter. Jetzt pflanzt der Planter auch wieder. Ja, das ist doch gut. Und warum sind hier immer noch Jungle Saplings? Ich will da keine Jungle Saplings. Warte mal. Ja, wie ist denn der ausgerechnet? Ja, dann ist. Ah, dann ist das. Gut. Versuchen wir es noch einmal. Kann meinetwegen. Wo habe ich denn hier keine Jungle Saplings? Da. Da ein Jungle Sapling, da ein Jungle Sapling. Da kommen noch Möhren hin und alles ist gut. So. Ich werde nochmal versuchen, diesen Dings zu machen. So, okay. Block of Gold, rein damit. Den was Dings? Na, diesen Orb. Den nächsten. Okay. Ach, hast du voll die Tanks? Oder brauchst du noch mal? Willst du noch mal sicherheitshalber Blut von mir haben? Ich muss jetzt gucken, ob's klappt, so wie ich das will. Oh, verdammt, und schon leer. Das da gibt's doch nicht. Wie schnell geht denn das Ding da leer? Das da ist. Oh, fick doch die Henne, ey. Das ist echt krass. Bin mir auch nicht sicher, ob das so funktioniert, wenn du da mehrere Anschlüsse machst. Ja, doch, das funktioniert. Doch, doch. Es geht schneller? Nur lang. Ja, es geht aber insgesamt trotzdem noch langsam. Gut, dann gucke ich mal. Flui. Muss ich wohl echt hier ein bisschen warten, bis da. Ah, das gibt's nur für Items, ne? Die schnellen Item-Ducts. Ja, habe ich dir doch in letzter Folge gesagt. Hast du ja gut zugehört, hä? Ja, ich war wohl gerade beschäftigt. Warum habe ich Federn im Inventar? Und Hühnchen? Oh, keine Ahnung. Ich hab damit, glaube ich, nichts am Hut. Ja, ganz bestimmt. Kommt ins System. Im System sind jetzt auch wieder Karotten und Weed. Das Problem ist das System. Warte mal. Ich kann noch Oak Saplings scannen. Aber ich muss. Na, ich muss aufräumen. Wolle kann weg. Steel Chest Plate Muskeln. Vielleicht kann ich Tutament schon. Ja. Oh, mein Jetpack ist leer. Ich glaube, ich muss echt warten, bis ich da richtig, richtig scheiß viel Hühner drin habe. Könnte sein. Mal stellen. So, Soul Sand habe ich, Trapdoor habe ich, ja, die musste ich ja ganz am Anfang. Glass Pane geht nicht. Block of Iron, da kriege ich nochmal ein bisschen Iron Aspekt, sage ich schon. Ja. Ja, Aspekt war richtig. Oak Leaves, wieso habe ich Oak Leaves noch nicht gescannt? Ach, weil wir gar keine Eichen mehr hier stehen haben. Bogen, Cobblestone, Redstone, das kriegen wir doch hin. Natürlich. Eine Leather. Krieg ich leider keinen Modus für, obwohl man sich darauf ja bewegt. Jetzt der Lever. Ah, ein Punkt Maschine. Ja.
Wo ist denn Redstone? Ey, lass ihn da drin. Ich wollte ihn gerade scannen, danke. Falafel. Ah ja, Tellum, sehr gut. Warte. Mach nochmal rein. Ja, mach deinen Dispenser. Danke. Mach deinen Dispenser. Ich hab Slime noch nicht gescannt. Du stehst aus Slime. Jetzt habe ich Limus. Sehr schön. Aber ich habe doch die Slime-Mobs gescannt, wenn ich mich recht entsinne. Fuck. Spider-Eye auch noch nicht. Sehr gut, jetzt habe ich Venom. Der geht nicht. Mycelium ist ja aus Standard-Minecraft, müsste gehen. Ja, bringt noch nicht viel. So, Spider-Eye. Mein Inventar ist in den letzten Folgen so extrem vollgemüllt worden. Das ist echt der helle Wahnsinn. Ja, ich kenne das. Nicht mehr witzig. Ne, Mushroom habe ich auch noch nicht. So, Mushroom raus. Jetzt werde ich mal ein paar Sachen rausnehmen. Gold habe ich noch nicht gescannt. Diamanten auch nicht. Kohle habe ich gescannt. Bowl. Strings muss ich noch scannen. Feather. Oh ja, Feather, da kriege ich noch einen neuen Aspekt. Arrow kann ich scannen, muss ich nicht unbedingt. Ja, aber erst beschweren. Warum habe ich denn Feather in meinem Inventar? Glowstone Dust, da kriege ich auch noch ein bisschen was von. Rose Red, ich weiß nicht, Farbstoffe gehen, glaube ich nicht. Roher Fisch mit Feueraspekt drauf, ja, finde ich geil. Bone Meal, ich muss ihn noch scannen. Was mach ich denn da? Das kann ich doch eigentlich viel einfacher machen. Ich depp. Ich bin ein Dürpes. Oh ja, Leather ist wichtig, glaube ich. Nee, habe ich ja schon. Ich habe ja schon Tutamente. Ach, da kriege ich aber einen neuen Clue. So. Boah, ich muss mein Inventar aber gerade räumen. Das hier geht echt gerade gar nicht. Oh, gut, dass man die Heilpotion stacken kann. Nicht. Stonehammer habe ich. Damit das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, das nicht. Doch, die brauche ich gleich. Carrot habe ich. Diamonds. Ah, Kinsey's Best Friends. Ja, nehmen wir das auch noch mit. Auch gescannt. Mushroom. Gescannt. Ah, ja. Leather habe ich gescannt. Leather Pants kann ich noch scannen. Oh, geil. Ja, Leder. Hast du eigentlich bald mal nochmal ein Quest fertig? Ich arbeite dran. Also ganz schön lang dafür. Ja, ich muss alles das mal so scannen. Sagen. Das ja. Ist ja, das ist nicht ohne. Das stimmt. Habe ich die Tür gescannt? Ja. Dann habe ich jetzt glaube ich. Oh, das Scribbing Tool kann ich noch scannen. Gut, ich glaube ich habe alles. Oh, nee, das Wichtigste habe ich vergessen. Die Feather. Hatte ich schon? Ach, weil ich Hühner gescannt habe. Ja. Nee, du hast eben eigentlich auch Feather gescannt. Hast du extra noch gesagt. Wollte ich. Hab's mal im Inventar genommen, damit ich es jetzt scannen kann. So, die Schere weg. Alles weg. Alles muss raus. Das Scraping Tool, scheiße. Das behalte ich hier. So, Karotten weg. Dann was essen mal langsam wieder. Ach, nee, hat mich nicht so viel bewegt. So, und jetzt kann ich mal gucken, ob ich was Neues im Taumonomikon habe. Irgendwas Neues ist doch passiert. Ah ja, ich kann Advanced Note Tapping, aber da fehlt auch noch was. Da fehlt mir noch ein Aspekt. Mehr Hühner. Das brauche ich eigentlich nicht mehr, weil ich ja schon Dings habe. Nitor kann ich herstellen. Das ist das Feuer-Licht-Gedöns, ist das, ne? Nur Feuer. Ah, nur Feuer? Aber ich weiß nicht, vielleicht kann das unsere Energieproduktion vorantreiben. Inwiefern? Meinst du, es ist besser als ein Atomkraftwerk? Nee, es ist wahrscheinlich besser als Netherbrick. Du weißt auch, wie die Lava-Gedöns. Nee? Ich glaub nicht, dass das da berücksichtigt wurde.
Na gut. Sonst wird es im Questbook sicherlich stehen, vermute ich mal. Ich kann Taumium herstellen. Das heißt nichts. Noch nicht. Advanced Note Tapping. Ja, da brauche ich auch Rahmen für. Das kriege ich doch. Du sag mal, haben wir nicht irgendwann mal so ein. Ja, wenn du den Satz beendest, dann kann ich dir auch antworten. So ein Viech gekillt? So ein fliegendes Blinkviech? Bestimmt. So ein Leuchtviech? Ein Blaze? Nee. Die sind ganz Ach klein so, ja. Und die machen so komische Geräusche. Ja, haben wir, ja. Haben wir da keine Drops bekommen? Und wenn doch, wo sind die gelandet? Unten im Keller noch, ne? Das war ziemlich am Anfang. Könnte sein, dass die im Keller sind, ja. Ja, das muss ich mal scannen. Kann auch sein, dass die einfach weg sind. Ach, das ist nur ein Glowstone-Cover. Oh, ich kann das Painting noch scannen. Sehr schön. Oh, ich muss doch mal Futter machen. Oh, Bibliokraft funktioniert auch. Sehr geil. Das kann ich nicht. Ach. Glacial Intruder. Glacial Precipitator kann ich nicht erkennen. Glacial Intruder? Ja, ich weiß. Ich weiß. Du bist, glaube ich, irgendwo anders gerade. Ja, ich glaube auch. Irgendwo ganz anders. Oh Mann. Miniaturherz, das kenne ich auch mal. Mal gucken, ob es funktioniert. Hey, gut, alles gut. Geht nicht. Copper Beach Sapling. Funktioniert. Firework müsste funktionieren. Nothing can be learned. Dabei ist es ein Minecraft-Item. Brauch mehr Samen! Ist hier noch irgendwas? Oakwood? Habe ich noch nicht gescannt? Ach komm. Ja, ein bisschen Arbor schadet nie. Weg, 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 weg. Rotten Flash habe ich. Black Carpet. Ja, funktioniert sehr gut. Creeper Head, weiß ich nicht. Funktioniert das? Ja, funktioniert sehr schön. Ja, ein weißer Carpet kann ich auch nochmal scannen. Und so kriege ich meine Punkte zusammen. Zombie Brain. Da. Ich habe Zombies Brain. Brainy Zombie, Zombie. Geskillt. Gescannt. Raw Fish mit Morsel und Fire Aspect. Was ist Morsel eigentlich? Komm, rein damit so. Braucht keiner. Hallo, ihr Schleimwolzen. Ja, wenn ich das hier so ein bisschen laufen lasse, dann müsste hier eigentlich bald ziemlich viele Hühner sein, die ich abschlachten kann, um meinen Blutorb zu bekommen. Das ist doch super. Na komm, kleiner Schleimi. Oder, nö, ich nehme ihn als Haustier. Der kommt mir jetzt hinterher. So, jetzt muss ich hier die Kisten durchsuchen. Das ist wahrscheinlich in einer Magiekiste, wenn dann. Ja, Ethereal Essence, perfekt. Die habe ich gebraucht. Ja, ich wusste es doch. So, Aura. Das Haus verliert nichts. Jetzt habe ich Aura. Und das bedeutet, ich kann Advanced Note Tapping nicht lernen, weil ich zu wenig Aura habe. Oh. Kann ich es denn herstellen? Wie heißt das? Auram? Ja. Haben wir davon nicht hier im ME-System? Nee, das ist ein Aspekt, den muss ich am Schreibtisch herstellen. Ein Auram? Ah, hier sind noch mehrere unknown Aspekte. Hast du die Filialen überhaupt schon gesehen im ME-System? Ja, aber die kann man nicht scannen. Ja, aber die kannst du doch bestimmt irgendwie für deinen Gedöns benutzen. Ja, aber nicht, um Aspekte zu gewinnen.
Das ist, es gibt einmal die Aspekte und dann gibt es noch das Vis. Das, was du da siehst, das ist Vis. Aber Vis hat da normalerweise keine Aspekte. Nee, das Vis ist praktisch, sind praktisch flüssige Aspekte. Kannst aber nicht umwandeln. Okay, also ist das quasi Mana. Also diese Aspekte brauchst du zum Forschen und das, was du da siehst, ist genau Mana, könnte man so sagen. Okay. Ich hab nur gedacht, da wäre vielleicht noch irgendwas, was dir weiterhilft. Nö, aber danke der Nachfrage. Ja, so bin ich halt. Immer freundlich und nett. Ja. Das hast du schon angehört, wie fick dich, was du gerade gesagt hast? Nein, ich bitte dich. Ja, ich dich auch. Ach, die sind dann alle schon gescannt. Okay, dann ist das gescannt. Und habe ich hier noch ein bisschen irgendwas, was ich scannen kann? Kann ich Schmetterlinge scannen? Nein, nothing can be learned from this bullshit. Jungle Barrel kann ich noch und Stone Barrel. Und da. Ich wünsche mir mal nochmal Mutationen. Oh, einen normalen Stein habe ich noch nicht. Wie Mutation, ja. Hast du die ja, nicht nach genug Bienen. Ans Atomkraftwerk gebaut, ne? Anscheinend nicht. Doof. Ein Braustand. Genau, den kann ich auch nochmal scannen. Und hier Lärchenholz. Ist das rötlich? Ist doch in echt auch nicht rötlich. Den Table habe ich. Stick. Ach, ich brauche eigentlich kein Holz mehr scannen, weil ich glaube, da habe ich schon genug von. Stained Glass geht, glaube ich, nicht. Oh, geht doch. Ups. So kriege ich Sensus. Sehr gut. Ups. Ach, was mache ich eigentlich? Oh, das war ich nicht. Mach's mir viel zu umständlich. Ach, das habe ich ja schon. Und zack. Zack. Scheiben auch nicht so. Ach. Na? Du Nude? Nee, so ähnlich. Ja, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt oder konzentriert, Juhu. Besser gesagt. Hey, was gerade? Ich bin gerade so gesprächig, sorry. Aber ich versuche das hier schnell fertig zu kriegen und hey, ich bin Mann. Multitasking ist ein Fremdwort für mich. Obwohl, wenn ich so andere YouTuber sehe, die können das anscheinend auch. Quatsch, das meinst du nur. Ich kann auch ein Raw Chicken scannen. Bestia Victus Corpus. Sehr schön. Was ist das? Raw Imp Hide? Was ist das? Nothing can be learned from this. Ah ja, da passt es hin. Feather habe ich ja, die Mob Drops habe ich ja fast alle. Versuche ich es mal mit dem Sign. Gucken, was das gibt. Ach, auch nur Arbor. So, und dann will ich mir mal einen Überblick verschaffen. Ich muss mal zu meinem Research Table. Okay. Crucible Furnace. Haben wir sowas schon? Crucible Furnace. Ja, das ist doch schon einiges hier. Okay. Gut, dann habe ich. Oh, habe ich jetzt keine Lust drauf. Oh, wir müssen schon wieder Ende machen. Ach, hör auf. Doch, doch. Ich muss leider müssen wir wieder Ende machen. Also, ja, dann sage ich einfach mal vielen Dank. Okay. Dass ihr wieder reingeschaut habt und hoffentlich in meiner nächsten Folge, ich weiß, das habe ich jetzt schon wahrscheinlich viel zu oft gesagt, werde ich es hinbekommen, meinen verfluchten nächsten Blutorb herzustellen.
Also die Chancen werden jetzt mal besser. Muss halt massig Hühner opfern, aber das kriegen wir schon hin. Ja. Ja. Das denke ich auch. Dann von meiner Seite macht's gut. Achso, wir sollen ins Haus gehen. Okay, ich komme auch. Ja? Na dann komm. Sag ich. Okay. Ich gehe heim machen. Tschüss.